Hallo meine Lieben und herzlich willkommen jetzt wieder Heinz mit einer neuen Folge Car-Mechanik Simulator. Ja, letztens haben wir Kundenfahrzeuge gemacht. Ich denke, machen wir nochmal. Das macht ein bisschen Spaß, bevor wir uns dann vielleicht mal wieder einen Kampagnenauftrag widmen. Oder so. Ja, was haben wir denn im Angebot? Wir gucken mal. Mit Service. Was ist hier mit Service? Motoren und Service. Die Motorsteuerung. Ja, dann nehmen wir uns den mal vor hier. Ja. Und den können wir uns noch hinstellen. Den haben wir hier. Nehmen wir den hier. Mache Generalüberholung des Fahrwerks, Bremseinrichtung, Abgasanlage, sonstige Aufgaben. Da gucken wir doch gleich mal. Was sollen denn bitte sonstige Aufgaben sein hier? Erreiche ein Tuningwert. Ach du liebe Güte. Bremsflüssigkeit nachfüllen, Servoflüssigkeit nachfüllen. Tuningwert von 7 bis 12%. Die Abgasanlage ist defekt. Bremseinrichtung. Fahrwerk können wir nicht tunen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir irgendwas rausschmeißen hier. Fahrwerk. Ne, wir gehen erstmal auf den Prüfstand. Mal sehen, ob wir da schon ein Stück weiterkommen. Ja. Das mit dem Tuning ist immer schon bei manchen rumgemodelt. Weil die Bremsscheiben hier, wenn wir da schön Carbon einmachen, zählen merkwürdigerweise nicht. Ach ne, jetzt wollte ich schon wieder das Knäppchen trinken. Das macht er ja alleine. Also Aufnahme habe ich schon wirklich gestartet. Ja, man soll es nicht lügen. Komplett. So, dann gucken wir doch mal, was. Querlenker, Hinterachse oben. Oh Gott, Bremssattel, Bremsbeläge. Bremsscheibe innenbelüftet, Gummilagerbüchsen, 33%, also was dürfen man hier für einen Wert haben? 33%, das sind die Gummilagerbüchsen. Oh. Querlenker, Hinterachse oben, aber da haben wir jetzt bei Weib noch nicht alles gefunden. Bremsscheibe innenbelüftet, Teil noch nicht gefunden. Abgasanlage. Gucken wir da gleich mal hier oben. Nein, hier. Okay. Setzt das da? Mal, ob das OBS-Steuergerät kaputt ist, weil das mit dem Bremskraftverstärker ist eigentlich selten. Nee, gucke OBS-Steuergerät. Oh, da haben wir keins mehr, oder? Nee. Können wir es reparieren, oder mal? Bei 19% haben wir vielleicht Glück. Hey, sehr, dann brauchen wir gar nicht kaufen. So. So, dann sollten wir noch die Flüssigkeiten, sollten wir was wechseln an Flüssigkeiten. Auspuff, wenn wir mal gucken, könnte vielleicht hier... Das hier, guck, der Krümmer sieht nicht gut aus. Der Krümmer sieht nicht gut aus. Den könnte man natürlich tunen, ne? Da müsste man auch den anderen dann auch noch wechseln. Wisst ihr, der ist kaputt. Da haben wir keinen? Ne. Nee. Ach Quatsch. Naja gut, das so, ging so. Ich wusste nicht mehr, wie ich hier jetzt machen würde. Hm? Wie konnte ich denn den jetzt auf die Liste nehmen? Bin ich blöde? Ah.
rauszuzoomen, das Teil zu modifizieren. Ach, hier. Och, also, das Liebste, manchmal habe ich schon wirklich Aussetzer. So, wartet mal. Da müssen wir jetzt mal ins Tuning gucken. Tuning-Teile. Was das bringt. Abgaskrümmung. Prozent. Was brauchen wir? 7 bis 12? Also wenn wir 2 nehmen. Bumm. Und drüben ist er bestimmt auch. Ich glaube, eine andere Seite. Ich sag ja Heinz, der Experte, die nur. Nee, U6B, die da haben wir Glück. Den können wir nochmal reparieren. Da haben wir mal einen wieder da. Aha. So, da schauen wir mal. Tuning, ne? Das reicht ja schon. So, Bremsflüssigkeit nachfüllen und Servoflüssigkeit nachfüllen. Die Bremse kann man gleich ran hier. Ja. Da haben wir den Service erledigt. Abgasanlage erledigt. So, jetzt müssen wir bloß noch eine Generalüberholung Fahrwerk. Bremseinrichtung müssen wir auch noch. Fangen wir mal mit der Hinterachse an, wenn da irgendwo ein Querlenker futsch sein soll. Schauen wir mal, die haben uns 2 Autos hingelegt, brauchen wir die schaffen, die. haben wir bestimmt wieder einen Hals zu voll genommen. So, weil wenn die Gummilagerbüchsen alles nicht sind, ne? So, Bremseinrichtung, ne, die sieht gut aus. Die Gummilagerbüchsen alles nicht kaputt ist, dann muss es ja was anderes sein. Ne? Fäden? Wie sieht denn die Fäder aus? Oh, es ist die Fäderhinterachse. Haben wir schon mal was gefunden? Der Querlenker ist dann drüben. Ja, wie sieht das Radlager? Sehen wir nicht. Nee, wir machen erst einmal Feder, Hinterachse. Ersatzteile. Aufhängung. Nee, so rumblättern. Feder, Hinterachse. Die mit dem Rot dran bauen wollten wir erstmal. So, haben wir jetzt Teil nicht gefunden. Bremsbelege, das ist wahrscheinlich dann komplett die andere Seite. Ne, Bremssattel haben wir auf der vorne noch gar nicht geguckt. Ne, das sieht auch gut aus. Ne, da ist es doch vor der Achse. Der Querlenker ist futsch. Gleich mal raus hier. Querlenker hinter Achse oben. Schrott. So, jetzt brauchen wir noch was. Muss ja nicht die Hinterachse sein. Wir können ja vorne noch mal gucken. Da kann ja auch noch was kaputt sein. So wie Koppelstange.
Das muss ja nichts heißen. Ach, hätte man einen gehabt. Das ist was Blödes. Da haben wir noch nie geguckt, weil ich mit so einem Teil noch nie gerechnet hätte. So, jetzt müssen wir mal schauen. Tja, die Rotnarbe, hier sieht alles dischgammelig aus. Ne? Bremse brauchen wir sowieso hin. Ja, mal hin. Bremssattel ist zumindest hier. Scheibe ist glaube ich schon 28%. Rotlager. 35, eine Rotlager. Die Rotnarbe, hier war es wieder die Rotnarbe, du. Hätten wir gar nicht kaufen müssen. Kann man bestimmt reparieren. Ich weiß ja gar nicht, ob es der war außerdem. Wir machen zumindest erstmal die Radnabe wieder dran, ins Lager rein, gucken erstmal drüben. Ob die Scheibe oder nie. Mit Bremsscheiben machen. Wusst nicht. Der Sattel ist ein bisschen witzig. Ein bisschen komisch an dem Auto hier. Hier sind die Bremsklötzer kaputt. So, was haben wir denn jetzt eigentlich? Die Aufhängung haben wir gefunden. Sagen wir was noch? Ja, weil die Bremsscheibe. Das probieren wir mal. Ne, die hat 44%. Wie viel dürfen wir eigentlich haben? 33. Hier machen wir sie kaputt. Und hier machen wir den wieder hin. Wir reparieren noch gleich mal die Bremsscheibe, weil sonst sehe ich dann schon wieder, dass wir sie verkaufen und wegschmeißen. So, ja, das wollten wir auch. Den brauchen wir nie. Und den Bremssattel müssen wir doch kaufen, weil der andere Schrott ist. Das ist ja ein Ding, du. Ding-Dong, du. So, dann müssten wir es ja theoretisch
alles abgeschlossen haben. Nun haben wir wieder was verdient. So, keine Kiste, die gibt es hier. Keine Kiste mehr. Was haben wir uns jetzt noch an Land geangelt hier? Kraftstofffilter, Ölfilter, Luftfilter wechseln. Motorsteuerung muss überholt werden. Nockenwellenrad, Riemenspann, Wasserpumpe. Oh Gott, da müssen wir alles rausmachen. Wasserpumpe, da müssen wir ja Teil nicht gefunden. Probleme beim Anlassen. Erreiche O-Tuning-Wert. Dann werden wir hier Motor machen müssen. Wischerflüssigkeit nachfüllen. Das können wir jetzt gleich machen. Tuningwert von 11 bis was war? 11%? 15%? 11 bis 16%. Ah. Luftfilter. Wo sitzt das Ding? Alles hinten. Ja, bloß dann die Kühlmittelflüssigkeit. Wir tun den erste Mal Motor testen, weil irgendwas soll ja nie funktionieren hier. Bei dem Hopser soll irgendwas nie. Oh Gott, die Motorsteuerung, du musst ja hier. Ach du meine Güte. Nee, wir machen erst einmal hier Diagnose. Erlose eine Diagnose. Ach, sehr oben schön ist eine Zündfunke, Einzelfunken. Und Steuerteiler hinten wird futsch sein. Kraftstoffverteiler ist kaputt. Und der Kraftstofffilter ist kaputt. Nehme ich mal an, weil Reparatur 56. So, weiter geht's. Was machen wir dann? Ich nehme an, dort hinten das Steuerteil ist kaputt. Zündkerze. Zündspule, Inselfunke. Also eine Zündkerze ist futsch und das Steuerteil ist schon richtig. Eine Zündkerze kaputt. Das ist alles ganz. Gucken wir hier nochmal. Mittlere Sicherung. Das Gehäuse ist nur kaputt. Mittlere Sicherung war wieder vorne drin. Ach je. So, warte mal, wir brauchen erst einmal. Die sieht gut aus. Kraftstoffverteiler. War auch kaputt. Kraftstofffilter, Kraftstoffverteiler. Ansaugkrümmung, der ist auch kaputt. Das sieht auch kaputt aus. Gucken wir den Ansaugkrümmung an. Mal gucken, ob das eine Rolle spielt hier. Ansaugkrümmer, Tatsache. Teil nicht gefunden, immer noch. Wagen macht Probleme. Mittlere Sicherung. B und C. Aha. Und die Zündkerze. Und immer noch E-Teil.
diese kaputt ist. Achso, hier ist Ego. Bim. Oh Gott, hier müsste alles. Ach, wir haben das Wasser noch gar nicht abgelassen. Wir haben jetzt die Wasserpumpe. Ja, müssen wir da erst nochmal vorne hin. Ja. So, die mittleren Sicherungen durch mir aber mal kennzeichnen, weil sonst. Mhm. Sonst suchst du dir da. Noch einen, ja. Guck her. So, da gehen wir erstmal ins Elektrische hier. Ne? Ins Elektrische. Elektronikshop. So, da haben wir gesagt, Zündspule einzeln. Eine. So, Kraftstoffverteiler. Ne, den gibt es nie im Elektrischen. Und so, Zündkerze. So, dann machen wir EQ-Typ A, das haben wir gerade. Eine mittlere Sicherung. So, dann machen wir immer hier sind, haben wir auch so Kraftstoffe, Tuning-Teile. Gucken wir mal, Kraftstofffilter gibt es auf jeden Fall. Ach die Scheiße, der hat was? 0,6%. Da müssen wir mal notieren hier. 0,6. So. Na, wir brauchen hier noch einen Ansaugkrümmer. Kraftstoffverteiler brauchen wir auch noch. Wenn wir zwei nehmen, sind wir bei 6%. Was ist das? Hätten wir die Zündkerzen holen können. Wir sind Öblede. Na, können wir hier noch machen. Das andere kriegt mir ja locker wieder los. Ja. So. Der Ansaugkrümmer, was bringt der? Nochmal 1%. Da sind wir jetzt bei 7,6. Ne, den nehmen wir jetzt nochmal gucken hier. Vielleicht mal Motor, da sind wir vielleicht schneller an der Zündung. Einspritzdüsen. Kraftstofffilter haben wir ohne. Kraftstoffverteiler haben wir. Oh, Luftfilter, da müssen wir da auch noch wechseln. Da können wir auch noch Luftfilter hier. Da bringt nochmal 1%. Da sind wir bei 8%. 8,6. Zündkerze. Ach du liebe Güte. 6 Stück, das sind, kannst du gar nicht rechnen, 60, 3 mal 6 sind 18, sind 78. Was sind wir bei 9 oder was ungefähr? 0,8 bei 9, da kaufen wir jetzt nochmal 6 Zündkerzen. Ist ja niedlich, so ein Zündspule Einzelfunken, was bringen die? 0,75, 1,5, 3, 4,5, da müssten wir ungefähr hinkommen. Das sind 10, 11, ja, da haben wir sie dann. Machen wir das so, da sind wir lieber drüber hinaus.
Bitte. Wir wollten Kühlwasser. Achso, da können wir erst einmal die Beleuchtung wieder ausmachen. Der Motor läuft unruhig. Tja, was da noch kaputt ist? Zündkerze. Achso, die Zündkerze. Ja. So, da müssen wir auch was, glaube ich, so machen. Da müssen wir. So. Wo läppert, sag ich doch, dass wir das Auto nicht haben. Das müssen wir das nächste Mal machen, du. Drosselklappe hätten wir können unternehmen. Jetzt, so, wir müssen ja noch die Motorsteuerung machen. Die müssen wir ja auch noch machen. Und die Luftfilter und ach, wir schaffen es nicht. Tja, Leute, du. Das ist wieder ein Ding, du. Hey, Leute, du. So. Sonstige Aufgaben. Tuningwert haben wir. Zündkerze haben wir. So, hier muss man noch ein Teil finden. Motor läuft unruhig. Tja. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Luftfilteröl haben wir. Tja Leute, da machen wir mal einen Schnitt an der Stelle, siehst du? Und wegen hier wieder zwei Autos zu viel wieder. Ah. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Freue mich wie immer nette konstruktive Kommentare. Däumchen da oben, den einen oder anderen abonnieren. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, wie lange wir dann noch brauchen das nächste Mal, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.